Auf das Jahr 805 und auf Kaiser Karl den Großen gehen die ersten schriftlichen überlieferten Nachrichten über Magdeburg zurück. Mit dem Dezember des Jahres 805 wurde im Kapitular von Diedenhofen der Name Magdeburg in die Geschichte eingeführt. An einem warmen Maientag zieht es viele Magdeburger an die Elbe, den Fluss, der eng verbunden ist mit der Geschichte der Stadt. Wenn die Spaziergänger die jüngst neu errichtete Sternbrücke vor der Elbe verlassen, um am Fluss entlang zum Mückenwirt zu wandern, betreten sie eigentlich Buckauer Boden. Denn bis 1887 begann hier die selbstständige Stadt Buckau. Das Kloster Berge ist nicht mehr zu sehen. Die aus dem Mittelalter erhaltenen Reste hatte Napoleon beseitigen lassen. Der Pfarrer der St. Ulrichskirche, Karl Storch, schreibt 1906 in einem Erinnerungsblatt: Und nun der Friedrich-Wilhelms-Garten, von alters her als die Perle Magdeburgs gerühmt. Storch schreibt weiter: Wenn sich an linden Sommerabenden die Tausende aus dem Lärm und Staub der Großstadt unter seine Linden und Rotbuchen retten, dann dankt wohl dieser oder jener dem großen Zerstörer Napoleon, dass er durch die Sprengung des altehrwürdigen Klosters Berge Raum für diesen Park geschaffen hat. Buckau, das Nebenanlage, war einst ein armes Dorf, dessen Bewohner ihren kargen Lebensunterhalt durch Dienste im Kloster oder durch Leineweberei erwarben. Die Elbe war die Lebensader. Sie war es auch, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts Industrie nach Magdeburg lockte. So, nun sind wir beim Mückenwirt angelangt. Während die Spaziergänger sich nach der Wanderung laben, beginnt hier unsere Buckauer Geschichte. Eigentlich sind es ja mehrere Geschichten. Sie nehmen ihren Anfang, als noch die Flöße auf der Elbe schwammen. Wer kennt das heute noch? Die altbekannte Firma C.W. Neumann begründete hier 1827 ein Dampfsägewerk. Das Holz dafür konnte sie buchstäblich aus der Elbe fischen. 10 Jahre später ließ sich hier die Hamburg-Magdeburger Dampfschifffahrtscompany nieder. Reste sind noch heute auszumachen. Das ganze Gelände ist gut zu beobachten, wenn man mit der Fähre an das Ostelbufer übersetzt.
schon hin. Wenn er abends ist. Nun war der Damm gebrochen. Da, wo einst das Flüsschen Sülze in die Elbe mündete, siedelte sich der industrielle Hermann Gruson an. Er ist auch der Erfinder des Hartguss und ein bedeutender Hobbybotaniker. Gruson stammt aus einer in Magdeburg lebenden Hugenottenfamilie. Sein Vater war Offizier in Magdeburg. Eine Planskizze aus dem Jahre 1839 zeigt hier das ganze Gebiet Bugaus an der Elbe. Zunächst betrieb Gruson eine Maschinenfabrik mit vorgelagerter Schiffbauwerkstatt. Das gesamte Gebiet nannte man Wolfswerda. Den Ursprung des Namens wollen wir hier nicht weiter untersuchen. Der Höhepunkt aber wird das Jahr 1859. Auf dem Wolfswerda entstand ein Wasserwerk, das Elbwasser in Trinkwasser umwandelte und damit auch die Industrie versorgen konnte. Nicht nur für Bugau, nein, ganz Magdeburg profitierte davon. Nun konnte man ganz oben in Preußen das Industriedorf Bugau nicht mehr übersehen. So wurde 1859 ein ganz besonderes Jahr. Auf oberster Anordnung wurde Bugau das Stadtrecht verliehen. Na, da war was los, Mützen flogen in die Luft und die Bugauer schrien Viva! Das war einst der Rathausplatz der Stadt Bugau. Der Bürgermeister, der am längsten dort im Rathaus residierte, hieß Bruno Thiem. Die Bugauer werden jetzt sagen, aha, daher Thiemplatz. Richtig, daher hat auch die Straße neben dem Platz ihren Namen. Thiem hatte es nicht leicht, musste er doch die vielen Zuwanderer, die Arbeit und Behausung in Bugau suchten, mit Wohnraum versorgen. So entstand der erste Straßenzug an der Schönebecker Straße, die den Stadtteil Bugau wie eine Scheide teilt. Elbseitig lagen die Häuser, in denen Beamte und höhergestellte Arbeiter wohnten. Aber auch auf der anderen Straßenseite trifft man noch Häuser aus der Gründerzeit. Die Teilung beginnt erst dahinter. Damit sind wir wieder in der Thiemstraße. In diesem Haus wird am 4. August 1890 ein Kind geboren, das den Namen Erich Bernhard Gustav Weinert erhielt. Der Komfort war nicht edel, entsprach dem Zeitgeist. Luxus wie Toilette mit Wasserspülung oder überhaupt fließendes Wasser waren dort selten zu finden. Wir wollen Bruno Thiem nicht schelten, die Nachkommenden haben auch nichts zur Verbesserung getan. In Weinerts Geburtsurkunde wird schon Magdeburg-Bugau stehen. Denn 1887 wird Bugau in Magdeburg eingemeindet. Der Bürgermeister Bruno Thiem verliert den Bürgermeistersessel. Nach 28 Jahren geht die Ära der selbstständigen Stadt Bugau schon wieder zu Ende. In diesem Viertel wuchs der kleine Erich Bernhard Gustav aus der Thiemstraße 7 auf.
Wie man hier lebte, kann man bis heute an den Resten erkennen. Viel später schrieb er ein Kindergedicht, das diesem Kindheitserlebnis Gestalt gibt. Kinderaugen sehen dich an, nennt er es. Es fällt uns ein, wenn wir durch diese Straßen gehen. Aus diesen Augen spricht eine unendliche Klage. Es weiß nichts von Sonne, Himmel und Feld. Es kennt nur die kleine, enge Welt, die Kammer, Treppe und Hof umspannt mit einer feuchten, dunklen Wand. Nachdem der Junge angeregt durch seinen sozialdemokratischen Vater 1904 die Jugendweihe erhielt, ging er in die Maschinenfabrik Rudolf Wolf, kurz Alte Bude genannt, in die Lokomobilenbauerlehre. Das war ganz in der Nähe seines Wohnhauses in der Feldstraße. Später wird sie Karl-Schmidt-Straße heißen. Der industrielle Aufstieg im Buckau war wirklich gewaltig. Der uns von der Elbe her bekannte Unternehmer Hermann Gruson war inzwischen hinter die Bahnlinie Magdeburg-Leipzig gezogen, in den Teil vom Buckau, den man Insel nennt. Wenn man heute durch Insel geht, erinnert nur wenig noch an diese Zeit. Auch nicht daran, dass das Werk das Flaggschiff des Schwermaschinenbaus der DDR war. Gezwungenermaßen hatte Gruson das Feld dem Krupp-Konzern aus Essen überlassen und war selbst inzwischen ausgestiegen. Nur der Name Krupp-Gruson-Werk erinnerte noch an die alte Zeit. Immer mehr wird dieses Werk zur Waffenschmiede. Sturmpanzer werden ein Markenzeichen. Gruson ist über diese Entwicklung verbittert. Er stirbt 1895, lange vor dem Ersten Weltkrieg, mit 74 Jahren. Weinert schreibt, ebenfalls über diese Entwicklung besorgt, 1928 sein Gedicht »Die Herren der Welt«. Wir haben unsere Hände in allen Taschen der Welt. Ob die Währung steigt, ob die Währung fällt, Blut, Eisen und Kohle, alles ist Geld. Bares Geld, Profit, Dividende. Wir sind die Herren der Welt. Auch in Deutschlands schlimmer Zeit machte dieser Weinert von sich reden. Als Deutsche tief in Russland einfielen, wo sie nichts zu suchen hatten, ist Weinert da. Er versucht, Schaden zu begrenzen, Deutsche zur Umkehr zu bewegen und das Blutvergießen abzukürzen. Wie viele Buckauer starben eigentlich an den Fronten des Zweiten Weltkriegs? Und vor allem in Stalingrad. Das Nationalkomitee Freies Deutschland bildete sich am 12. Juli 1943. Achtung, deutsche Soldaten! Manifest des Nationalkomitees Freies Deutschland an die Wehrmacht und an das deutsche Volk. Die Ereignisse fordern von uns Deutschen unverzügliche Entscheidung. In dieser Stunde höchster Gefahr
für Deutschlands Bestand und Zukunft hat sich das Nationalkomitee Freies Deutschland gebildet. Erich Weinert, der Junge aus Buckau, wird sein Präsident. Das Bild Weinert im Schützengraben mit Megafon geht um die Welt. Der Name Freies Deutschland bedeutet, dass wir ein Deutschland wollen, das frei ist von jeder äußeren und inneren Knechtschaft. Die Voraussetzung der äußeren Freiheit jedoch ist die innere Freiheit unseres Volkes. Ein Traum, der lange nicht in Erfüllung ging. Aber war er deshalb falsch? An Erich Weinerts Schreibtisch in der Thiemstraße 7 sitzt Frau Berger. Sie ist die Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit am Magdeburger Literaturhaus, das hier seine Heimstatt hat. Wir haben ihr die Frage gestellt, wie geht das Haus heute mit dem Erbe Weinert um? Ich denke, wir haben uns stets bemüht, gerade hier im Geburtshaus Erich Weinerts einen musealen Bestand zu erhalten, der sein Schaffen repräsentiert. Wir hatten 1990 eine neue Ausstellung eröffnet, die schon gerade auf seine Magdeburger Jahre einen Schwerpunkt legte. Und wir haben immer wieder versucht, unseren Buchbestand zu Erich Weinert zu erweitern, auch durch vielfältige Kontakte zu seiner Tochter Marianne Lange-Weinert und natürlich auch zu Forschern, die heute zu Erich Weinert arbeiten. Erich Weinert Haus, Pädagogische Hochschule Magdeburg Erich Weinert, eine Straße seines Namens und ein Denkmal im Herzen der Stadt, wurden Zeitzeugnisse. Als in Wendezeiten vieles von oben nach unten geriet, nahm sich seiner eine stadtbekannte Denkmalpflegefirma an. Mit Strick um den Hals wurde er durch die Stadt in sein zeitweiliges Asyl in der Münchehofstraße gefahren. Es war nicht sein letztes. Heute steht er im Hof seines Geburtshauses. Ob das nun sein letztes Zuhause ist, wer weiß es. Buckau ist bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts reich an Fabrikanten und Industriellen. Auch der Bruder von Hermann Grusong, Otto, hatte in Buckau eine eigene Firma gegründet. Hinter dem Buckauer Engpass nach Norden hin, wo die Budenbergstraße abzweigt, kam man zur Firma Schäffer und Budenberg. Sie war auf Armaturen und Messgeräte spezialisiert. Gerade 2011 wurde die Fabrikantenvilla Budenberg durch Brand vernichtet. Leider fielen in jüngster Zeit eine Reihe kostbarer Erinnerungsstücke Magdeburgs gewissenlosen Brandstiftern zum Opfer. Als Messgerätewerk Erich Weinert war einst die gegenüberliegende Fabrik in der DDR bekannt. VEB. Nicht, dass jetzt jemand denkt, es gehörte nun dem Dichter Erich Weinert, der über Malerei und Dichtung zu Geld gekommen war. Der an der Straße liegende Speisesaal der Firma einer Kulturadresse entwickelt, nicht zuletzt durch das über die Grenzen Buckaus hinaus bekannte Arbeitervarieté, das hier zu Hause war. Junge Leute gingen im Maxim-Gorki-Saal auch gerne zu den Klängen des Tanzorchesters Tornado tanzen. Abgerissene Vergangenheit, könnte man heute sagen. Das Werk kam nach Ende der DDR unter den berühmten Hammer. Jetzt, in der Neuzeit, sollen hier Wohnungen entstehen, die besser sind als die, die wir bisher in Buckau sahen. Die unumgänglichen Verkaufstempel werden schon gebaut auf dem ehemaligen Produktionsgelände in Erwartung der neuen Kunden.
Die Frau auf dem Bild hatte als Berufsbezeichnung Schriftstellerin und Puppengestalterin. 2011 beschloss der Magdeburger Stadtrat für sie ein Ehrengrab. Die Puppen waren ihre Leidenschaft. Sie hieß Jutta Balk. Mit ähnlicher Leidenschaft war ein junger Mann aus der Altmark nach Magdeburg gekommen. Er, Gustav Möller, war Lehrer und wurde nur Gustl genannt. Mit ihrer Leidenschaft hatten sie es erreicht, dass hier in Bukau das erste feste Puppentheater entstand. Es lag auf einem Hügel an einer Straße, die damals schon Warschauer hieß. Vor der Tür des Puppentheaters hielt ein Oberleitungsbus. Aber was heißt eigentlich lag? Das Puppentheater ist dort noch immer. Schon Jutta und Gustl hatten es weit über die Grenzen Bukaus hinaus bekannt gemacht. Die Nachkommenden haben das fortgesetzt. Und so ist in der ganzen Welt heute, wo Menschen mit Puppenspiel umgehen, das Bukauer Puppentheater in aller Munde. Einmal in jedem Jahr finden hier die sogenannten internationalen Figurenfestivals statt. Die Puppen, die schon damals dabei waren und immer noch hier sind, wollen wir danach befragen, wie alles sich so entwickelt hat. Natürlich hat jede Institution, die etwas auf sich hält, heute einen Sprecher. So auch die Puppen. Das heißt, die haben eigentlich jeder ihren eigenen Sprecher. Wir aber meinen einen, der sie alle vertritt. Und der heißt Kämpchen und ist ihr Intendant. Mit dem wollen wir jetzt sprechen. Herr Kämpchen, Sie haben gerade ein internationales Figurentheaterfestival hinter sich. Wie sind Sie denn mit dem Ergebnis zufrieden? Das ist richtig. Das Festival ist am Freitag zu Ende gegangen. Wir sind alle noch ein bisschen geschlaucht und erschöpft, aber voller Freude. Wir haben über 250 Künstler aus der gesamten Welt hier gehabt. Leider hat uns das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz waren die künstlerischen Darbietungen prima. Insgesamt muss ich sagen, sind wir sehr zufrieden, sehr erfolgreich das Festival gewesen. Wir hatten eine große Medienresonanz und ich denke, wir haben Magdeburg überregional sehr positiv präsentiert. Herr Kämpchen, nun beginnt ja wieder der Puppentheater-Alltag, wie man so sagt. Wie sieht der denn gegenwärtig aus? Heute haben die Proben begonnen für unser Hofspektakel. Ottos Welt wird es in diesem Jahr sein. Daneben bereiten wir eine neue Produktion für kleine Kinder vor, die Glücksfee, die im Oktober Premiere haben wird. Und wenn dann Hofspektakel gelaufen ist, bis zum 29. Juli, dann gehen wir mal in Urlaub. Wir wissen, dass Sie sich große Sorgen machen um Ihre historischen Puppen, sprich um Ihr Seniorenheim der Puppen. Was ist denn da für die nächste Zeit vorgesehen? Das Puppentheater Magdeburg hat ja einen der größten Puppenbestände im mitteldeutschen Raum überhaupt. Das heißt, wir haben ca. 1000 Figuren in unserem Fundus. Dazu kommen jedes Jahr 20 bis 30 neue Figuren durch die Neuinszenierungen. Wir haben aber auch einen großen Bestand historischer Figuren, die zum Teil über 200 Jahre alt sind und auch sehr wertvoll sind. Die Lagermöglichkeiten sind leider unzureichend, die wir hier haben. Und wir werden im kommenden Jahr, im Jahr 2012, eine öffentliche Puppentheatersammlung etablieren. Und zwar gleich in einem unmittelbaren Nachbargebäude, einem alten historischen Rayonhaus, einer alten Fabrikantenvilla. Die wird derzeit saniert, komplett saniert. Und es wird darüber hinaus noch einen Verbindungsbau geben, der das Puppentheater und diese Villa miteinander verbindet. Wir möchten
da wir neugierige Leute sind, ganz gerne nochmal in eine Vorstellung schauen. Haben Sie da die Möglichkeit, uns eine zu empfehlen? Also da Sie heute hier sind, würde ich empfehlen, die Vorstellung Odysseus sich anzuschauen. Die ist sehr ungewöhnlich. Es ist nicht das klassische Puppentheater mit Marionette oder Handpuppe, aber wie ich finde, eine sehr spannende Inszenierung, die von zwei ganz tollen Darstellern lebt, die die Odyssee erzählen und mit Figuren bebildern. Dankeschön, Herr Kämpchen. Seinen Herrn gefunden, den König der Insel. Sein Name war Odysseus. Er bemerkt, dass er nicht mehr alleine ist im Raum. Er wendet sich um und sieht Penelope in der Tür stehen. Penelope, ruft er. Er breitet die Arme aus, er will auf sie zu, doch Penelope weicht vor ihm weg. Hi, Fremder, wer bist du? Fragt sie. Fremder? Stammelt Odysseus. Aber ich bin dein Mann. Ich bin Odysseus. Erkennst du mich denn nicht? Odysseus? Warst du mir auch treu? Ja, ich habe immer an dich gedacht, egal was ich gemacht habe. Ja, schon recht. Aber warst du mir denn auch treu? Penelope, wir sind beide müde, wir wollen jetzt schlafen. Gute Nacht. Die Stelle fand ich offen. Hier also werden sich Puppen verschiedenster Generationen und die Techniken ihrer Zeit wieder begegnen. In diesem Holzhaus wurde vor fast 20 Jahren auch eine Puppe geboren. Sie heißt Maxe Buckau und ihre Mütter und Väter waren Kinder der Wendezeit am Beginn der 90er. Die Puppe gibt es noch, aber nicht mehr hier. Wir haben die Puppe besucht. In einer alten Holzbaracke haben wir den Maxe gefunden. Er erzählt uns seine Geschichte. Ja, das ist gar nicht so einfach zu erzählen. Meine Puppenwerdung begann 1992. Und 1993 erblickte ich das Licht der Welt. Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren waren meine Eltern. Sie gaben mir den Namen Maxe. Da sie alle Buckauer waren, erhielt ich den Nachnamen Buckau. In dem alten Holzhaus hatten wir schöne Erlebnisse. Unsere Zeit war seltsam. Wir lebten zwischen zwei Welten. Der einen, die gerade untergegangen war, und der anderen, die noch keiner so recht kannte. Auch die Untergegangene kannten wir eigentlich nicht. Wir waren doch noch recht klein. Ich bin wie ohne Haut, wenn ich nun durchgehe.
sehr fremd und sehr vertraut, die ganze deutsche Frage. Ein reicher grüner Baum ist dieses Vaterland, es ist das meine kaum und doch mit mir verwandt. Sollst Heimatland nun sein, dann sei auch mein Begehr, ich richt mich in dir ein, ich hab kein anderes mehr. Das, was die Erwachsenen so bewegte, war für uns ein wenig unverständlich. Da sie sehr mit sich selber zu tun hatten, kamen die Kinder immer zu mir und schütteten ihr Herz aus. Ich war also der Mittelpunkt, eine sehr wichtige Person. Ein Stadtrat sagte sogar an meinem Geburtstag von mir: Wenn es euch nicht gäbe, müsste man euch jetzt erfinden. Aber dann begann der Abstieg auf Raten. Zuerst sah es noch aus wie ein Aufstieg. Die Stadt hatte die alte Bude von Rudolf Wolf rekonstruiert und wir konnten dort mit einziehen. Große Freude! Alle, die Sie sich hier aus einem wichtigen Anlass versammelt haben, ich darf Ihnen allen einen herzlichen Gruß sagen. Denn es ist ein sehr erfreulicher Anlass. Aber ich sage, wir wollen nach wie vor festhalten, und das tun wir auch, und haben deswegen auch Buckau vorgeschlagen für das nächste städtebauliche Entwicklungsprojekt neben der weitergehenden Sanierungskonzeption, nämlich weitere Projekte hinzuzufügen, um auch die soziale und kulturelle Infrastruktur weiterzuentwickeln. Dann hieß es bald: kein Geld. Der Rest ist schnell erzählt. Sachen packen, ausziehen. Und nun sitze ich hier in der Baracke. Sein Trägerverein Quo Vadis e.V. hält ihm noch immer die Treue. Er ist bei den Kindern in Buckau geblieben. Sein Verein betreibt den Schulhort der Buckauer Grundschule, der großen Zuspruch gefunden hat, sodass er fast aus allen Nähten platzt. Kinder sind an süßen Sachen von jeher interessiert. So lockte schon am Ende des 19. Jahrhunderts das Sahneröschen viele von ihnen an. Wenn die Eltern am Sonntagnachmittag sagten: Kommt ihr mit zum Sahneröschen, ernteten sie einen vielstimmigen Jubelschrei. Warum? Die Schwestern Ada und Walda Rose, daher Sahneröschen, betrieben hier eine Milchkuranstalt, wo es die größten und dem Vernehmen nach die billigsten Windbeutel von ganz Magdeburg und Umgebung gab. Der Spruch über einen Schaumschläger, du bist ein großer Windbeutel, hat sicher nichts mit dem Sahneröschen zu tun. Denn wo Sahne drauf stand, war auch viel Sahne drin. Und die war noch dazu garantiert ganz dioxinfrei. Familien konnten hier für ein geringes Entgelt im Garten sogar ihren mitgebrachten Kaffee aufbrühen. Und heute? Milch oder Wein? Die Reblaus. Fast am Ende unserer Wanderung durch Buckau begegnen wir noch einmal Hermann Gouzon.
Die Grosonschen Gewächshäuser sind seine Hinterlassenschaft. Der Hobby-Botaniker hatte in aller Welt Pflanzen und Gewächse gesammelt. Testamentarisch hatte er sie seiner Heimatstadt übereignet und gleichzeitig das Geld dazu für den Bau eines repräsentativen Gewächshauses. Das zerstörte und über die Jahrzehnte verfallene Eingangsgebäude konnte nunmehr wieder eingeweiht werden. Dort befindet sich auch der heutige Eingang in den Klosterbergegarten, der, man erinnere sich, einst Friedrich-Wilhelms-Garten hieß. Das Gesellschaftshaus am Rande des Gartens war 1828 erbaut worden. Ehrlich, am Anfang hatten die Bugauer mit der Gastronomie im Haus nichts am Hut, zu teuer. Da gingen sie lieber über die Straße zum Sahneröschen. Mit wechselvoller Geschichte hat das Haus bis heute überlebt. Es war Hilfslazarett in den Kriegen und hatte noch viele andere Funktionen. In der DDR-Zeit hieß es Haus der jungen Pioniere. Magdeburger Kinder trafen sich hier im Haus zu Sport und Spiel. Bekanntlich hieß ja die Kinderorganisation der DDR Junge Pioniere. Heute beherbergt das Gesellschaftshaus das internationale Telemann-Zentrum. Georg Philipp war kein Bugauer, aber Magdeburger und weltberühmt allemal. Der schon von Pfarrer Storch beschriebene Park ist wirklich eine Perle. Er gilt als erster deutscher Volksgarten. Die Pläne des großen Gartenbaumeisters Lenné zeigen auch heute noch ihre Wirkung. Diese teils schlichte Landschaft findet sich kaum anderswo noch. Noch bevor die Eisenbahn den Park nach Osten hin begrenzte, führten die Wege direkt bis zur Elbe. Die Eisenbahn ist längst wieder verschwunden. Das arme Dorf Bugau von einst, welches zwischen Park und Elbe lag, macht seit dem Jahr 2000 erneut eine Wandlung durch. Alte Siloanlagen und Betriebsruinen werden zu attraktiven Wohnhäusern.
Die Bleckenburger Straße bekommt ein neues Gewand. Beispiele modernen Wohnens entstehen. Auch Villen schießen aus dem Boden. Vom Wohnpark am ehemaligen Messgerätewerk kann man direkt im Grünen bis zur Elbe wandeln. Ob allerdings jene Bukauer, die in den 70er und 80er Jahren in die Plattenbauten am Rande der Stadt umsiedelten oder die Stadt ganz verließen, hier wieder Quartier nehmen können, ist ungewiss. Was mit dem Zentrum des Bürgermeisters Bruno Thiem wird, Theater und Kino haben Bukau verlassen und für Netto Platz gemacht, steht noch in den Sternen. Trotzdem kann das, was jetzt an der Elbe geschieht, der Anbeginn für ein neues Bukau sein, des einst armen Dorfes an der Elbe hinter Magdeburg, das für kurze Zeit als Stadt aufblühte und doch vieles wieder im Verlaufe der Geschichte verloren hat. Nach so einem Gang durch Bukau, wobei man bei Weitem nicht alles sehen konnte, tun ganz schön die Füße weh. Naja, ihnen nicht, sie konnten ja sitzen. Trotzdem danke, dass Sie uns begleitet haben. Tschüss, Ihre Filmemacher der Videowerkstatt Elbe Saale. Thank you.